Ja, hallo zum sechsten Teil der CDC Tuning Serie. Heute geht es um die Beleuchtung des Druckers und um den Anschluss des 12-Volt-Lüfters für die Filamentkühlung. Da dieser ja jetzt wie gesagt auf 12 Volt läuft, muss da einmal ein Step-Down-Modul eingebaut werden. Und dieses Step-Down-Modul gibt uns dann die Möglichkeit, die 24 Volt von dem Netzteil auf 12 Volt runter zu regeln. Als Beleuchtung benutze ich ein LED-Set von IKEA, das habe ich noch zu Hause liegen gehabt. Das läuft glücklicherweise schon auf 24 Volt und ist für mich lichttechnisch völlig ausreichend. Damit wir Licht und Luft auch einschalten können, brauchen wir natürlich Schalter. Die sieht man hier auf dem Bild. Und diese Schalter müssen in eine kleine Blende eingebaut werden. Und die habe ich mal kurz gezeigt in FreeCAD, wie ich diese Blende erstelle. Und diese wird nachher an den Drucker geschraubt und die Schalter können in diese Blende eingerastet werden. Man kann den Lüfter natürlich auch über das Mighty Board schalten lassen. Dazu muss aber allerdings noch ein MOSFET eingelötet werden. Ich wollte mir den Aufwand nicht geben, da ich mit der Schalterlösung ganz gut leben kann und deswegen spare ich mir diesen Schritt. Ja, hier sieht man einmal die gedruckte Blende. Davon habe ich jetzt kein Video gemacht, da ich denke mal, das kann man sich gut vorstellen, wie so ein Teil gedruckt wird. Jetzt geht es einmal an die Positionierung und das Markieren der Bohrung für die Schrauben. Jetzt markiere ich mir eben die Öffnung für die Schalter. Das mache ich hier mit einer Messerklinge. Kann man auch mit einem Bleistift machen oder Fineliner, was man gerade zur Hand hat. Ja, mit dieser Methode kann man durch das Setzen von vielen kleinen Bohrungen die Zwischenstege wegfräsen. Das ist nicht die schönste Methode. Das kann man besser aussägen oder mit einer Trennscheibe machen, mit einem kleinen Dremel. Aber ich bin gerade noch mal Papa geworden und ich wollte nicht sägen, das ist einfach zu laut. Und dann mache ich das eben so mit dem Bohrer. Geht schöner, aber es funktioniert halt auch. Dann kann die Blende einmal aufgesetzt werden und die Schalter eingeklickt werden und eben schauen, ob das passt. Hat bei mir im Moment noch nicht gepasst. Da muss ich nochmal mit der Feile ran. Wenn man an dem Gehäuse vom CTC feilt, muss man aufpassen, da das doch schon echt ziemlich günstiges Holz ist. Ich glaube, Plywood sagen die Amis da mal zu. Und die oberste Furnierschicht ist dann, ja, die reißt leicht aus. Ist ärgerlich. Aber die Blende covert das nachher ganz gut ab und dann geht das wohl. Gut, die Blende sitzt, dann kann man sich jetzt einmal um die Halter für die LED-Leisten kümmern. Die habe ich auch eben selber gedruckt. Und dann kann man die einmal eben zusammenschrauben. Das sind dann 6 Stück an der Zahl. Ja, und das ist dann einmal so eine IKEA-Leiste und einfach einklippen in die Halter und schon hat man die dann im 45-Grad-Winkel angeschrägt. So, jetzt kommen wir zu dem Step-Down-Modul. Hier sieht man jetzt einmal zwei Kabel, die vom Netzteil kommen, einmal Plus und Minus. Ganz wichtig natürlich vorher Netzstecker ziehen, dass man keinen Kurzschluss verursachen kann oder keinen Schlag bekommt. Und diese Kabel werden dann einmal an das Step-Down-Modul angelötet. Da gibt es einmal die Eingangsseite und dann die Ausgangsseite. Und jetzt kann man mittels der kleinen Schraube auf einem Poti die Ausgangsspannung einstellen. Das ist ein bisschen Fummelei, da es halt keine direkte Anzeige gibt, aber das geht sehr schnell und auch gut. Und man kann das wahnsinnig genau einstellen.
So, das ist jetzt der von mir gewählte Einbauort für das Stepter-Modul. Da ist relativ viel Platz hinter dem Display, da stört es nicht. Das Modul baue ich einfach mit zwei Schrauben ein. Dann kann jetzt auf der anderen Seite von dem Modul der Lüfter angelötet werden. Und dann ist der Step eigentlich auch schon erledigt. Und dann das Modul hier einfach mit zwei Schrauben festschrauben. Dann kann jetzt einmal die Blende eingesetzt werden und auch verschraubt werden. Dann nehme ich einen der Kippschalter und löte hier die Minusleitung an von dem Lüfter. Dann einmal einklicken und der Schalter sitzt. Das ist der zweite Kippschalter und hier löte ich auch schon mal zwei Kabel an, auch wieder Minus. Und die werden nachher mit den LED-Streifen von IKEA verbunden. Kabel durchführen, einklicken und der Schalter sitzt dann auch. Dann kommen jetzt einmal die Halter für die LED-Leisten ins Spiel. Ich markiere mir das immer von außen und kann dann so Schraube durchstecken und von innen direkt den Halter verschrauben. Ein klein wenig fummelig, die Schrauben oder die Muttern aufzusetzen, aber das funktioniert relativ gut. Und wenn die Halter sitzen, kann die LED-Leiste so eingeklickt werden. Das sind jetzt einmal die Plus- und Minusleitungen, von dem Netzteil kommt für die LED-Beleuchtung. Diese laufen ja wie gesagt auf 24 Volt, also können diese so direkt angelötet werden. Die kleinen Kabelenden löte ich jetzt direkt an die LED-Leiste und dann mache ich mir aus jeweils zwei Kabeln ein Y-Plus und ein Y-Minus-Kabel. So kann ich dann jetzt einmal vom Netzteil kommt Plus ansteuern und Plus dann direkt weiter zur nächsten LED-Leiste geben. Und bei Minus ist das dann eigentlich genauso, mit dem Unterschied nachher, dass Minus einmal getrennt wird und der Schalter dazwischen gelötet wird. Alle Lötstellen werden dann natürlich schön mit Schrumpfschläuchen isoliert, sodass nichts passieren kann. Hier löte ich jetzt einmal die Y-Kabel an. Und dann einmal hier den Schraubschlauch nicht vergessen. Das sind jetzt die Kabel, die zu der zweiten LED-Leiste gehen. Plus und Minus sind auf den Leisten markiert. Und so sieht das dann mit Licht aus. Hier sind jetzt zwei Leisten eingebaut. Das war mir dann doch zu wenig, weil ich habe hier jetzt nochmal eine dritte eingebaut. Die habe ich oben dann an die Frontseite des Gehäuses gebaut und einfach mit einer der beiden Leisten dann über Plus und Minus verbunden.
Bei der dritten LED-Leiste habe ich einmal das Gehäuse aufgefeilt und so kann ich jetzt die Kabel direkt auf die großen Kontakte auflöten. Das geht ein bisschen einfacher von der Hand. Ja, und jetzt dann mit drei Leisten ist dann doch etwas mehr Licht im Drucker. Das ist dann einmal der Fan-Duct, den ich mir jetzt als Bauteilkühler eingebaut habe. Das Teil ist eigentlich für einen One-Hole-Duplicator gedacht. Ich finde es von der Kühlung schöner als das gängige Teil, das man so auf Thingiverse findet. Allerdings passt jetzt beim Home der Verfahrweg in Y nicht mehr. Das Problem ist, dass das Gehäuse des Lüfters oder der Lüfter an sich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, das ist das Gehäuse, gegen die Bettarme fährt vom CTC. Also da fehlen vielleicht 2 mm. Ja, da müsste man, wie gesagt, entweder den Endstop einmal versetzen oder man muss meinen Tisch einbauen. Den Link zu dem Bauteil Lüfter setze ich einmal mit in die Beschreibung. Ich werde jetzt die Tage nochmal eben ein Video einstellen, wo es wirklich nochmal speziell um den Lüfter geht. Nochmal so ein 3-4 Minuten Video. Und da das jetzt vielleicht doch ein bisschen kurz geraten ist mit dem Lüfter. Und ja, könnte eben 1-2 Tage dauern, da ich ja wie gesagt jetzt nochmal Papa geworden bin, ist die Zeit etwas rar. Aber das kriegt man schon hin. Ja, bei Fragen und sonstigen Kommentaren oder Kritikpunkten einfach gerne in die Kommentare schreiben. Oder mir privat eine Nachricht schicken hier bei YouTube. Ich habe doch schon einiges an Nachrichten gekriegt. Das ist ganz, ganz nett. Da freue ich mich drüber, dass man da doch ein bisschen Feedback hat. Und ja, so macht das Ganze dann auch Spaß. Gut, das war's dann jetzt und bis zum nächsten Mal.